Mein Vetter Heinz Spack. Oh. Der macht ja auch jeden Tag zigmal Telefonsex. Ja, also jetzt nicht so, wie jetzt das jeder denkt. Nein, der wird angerufen. Naja, es gibt ja so, viele Männer in Machtpositionen, die sich nach Feierabend gerne mal durchpeitschen. Also quasi am Telefon beleidigen lassen. Ne? Ah, dumm Sau, bist du das schon wieder? Hey, bist du wieder den ganzen Tag mit einem Ständer durch die Börse hier laufen? Ha? Hey, hast du wieder am Handy rumgefummelt und Leute beschissen, du Arschloch? Du, pass mal auf, hey, weißt du, was ich jetzt mache? Weißt du, was ich jetzt mache, du Arschloch? Pass auf, jetzt mache ich mich nackig. Hey, pass auf, pass auf. Und da kannst du was bei denken, aber bloß nicht zu viel. Sonst jemand links und rechts mal in die Fresse rein, du geile, geile Dummsau. Was? Wer ist da? Finanzamt. Ach, lecker, lecker. Ja, war das los, Tom Sau? Silvester ist für mich der absolute Hammer, verstehst du mich hier? Nur ich sag dir, da lasse ich dermaßen einen fahren, da kaufe ich für 4000 Mark Böller, Kracher, Raketen und Scheißdreck, schon wieder eine Kredit. Nein, ist royal, jedenfalls. Ich sag dir was, letztes Jahr, da war ich der absolute Silvester-King, verstehst du? Hier, da habe ich von meinem Balkon aus für das schönste Feuerwerk gesorgt. Kann ich dir sagen, da muss man natürlich gönnen, verstehst du? Da darfst du bloß nicht hier die Übersicht verlieren bei all den 1000 Zündschnüren da. Die erste Rakete, die war zack, war die weg, gegenüber durch die Satellitenschüssel durchgebrot, verstehst du? Und dann, ich hatte ja gleichzeitig auch die Knallfrösche angezündet. Ne? Scheißdreck, fallen mir die dumme Säu vom Balkon runter. Unten der alten Dame auf die Pudelfrisur. Oh, scheiße. Ja, leck mir mal, die sah aus wie Ricky, die dumme Sau. Naja, auf jeden Fall. Die zweite Rakete, die ging auch sofort ab gegenüber beim Nachbarn in das Fenster rein, voll in der Hamsterkäfig, verstehst du? Ja, und der Hamster, der floch durch das Zimmer wie Wiener Meier mit der Peperoni im Arsch. Leck mir das. Pass mal auf, Tom Sau, pass mal auf. Keiner kann bessere Witze erzählen als ich. Pass mal auf. Kommt ein Arschloch zum Dumm Sau, ja? Pass auf. Zählt das Arschloch, na, aber jeder hat einen Dumm Sau. Ich sag die Dumm Sau, was interessiert dich dann, du Arschloch? Nein, diese dauernde Flucherei, hör damit auf. Erzähl mal was Schönes. Wie, was? Über meine Geländewagen? Wie, was schon? Erzähl etwas, wovon alle etwas haben. Ah, Herr, weißt du, hey, die Lottoshow, die Lottoshow, da habe ich mich schwer gewundert, wieso die Schlampe gegenüber nicht dabei gewesen ist. Weil, ja, die hat auch Erfahrung mit 49 Nummern an einem Abend hier. Da kannst du was sagen. Hey, da brennt aber der Lampe, muss da was sein. Hey. Lottoshow, hey, da wundert mich wirklich nicht. Also, ganz vergessen, ist kein Thema. Scheißdreck. Nein. Alles Scheiße. Nein, so eine Ansprache muss Menschen bewegen. Denk doch an den an Bundespräsident. Der Bundespräsident? Ach so, ja, jetzt kapier ich, wie du das... Also, lieber Herr Bundespräsident, es wird viel gequatscht, vor allem Silvester. Und jede dumme Sau weiß es besser. Ich auch. Ja. Und man muss auch mal an all die denken, die alles haben und nicht immer nur noch Arbeitslosen. Ja. Obwohl die schlimmste Katastrophe, die ja dieses Jahr passiert ist, muss ich mal sagen, ja, das war ja, als sie bei all die Dosenbier teurer gemacht haben, verstehst du? Schweinerei, wenn uns einer nicht mehr ein Hobby haben kann, dann legen wir am Arsch. Prost noch, ja.